Kennen wir alles schon, die Bilder? Kann ich hier... Jawohl, ich glaube, ich kann, ne? Schleichtecken skillen, stillen. Na komm! Na, komm schon! Siehst du, obwohl es gerade aufgeblinkt hat und ich Dauer geklickt habe, hat es jetzt beim ersten Mal nicht getriggert. So, aber das sind doch noch kleine Fische. Du kriegst mich nicht klein. Keule. Da. Was zum Teufel soll das sein? Guck doch hier, das sind Köpfe. Der Schatten dreht sich nicht mit, komischerweise. Ach so, es hält auch an. Jetzt dreht sich beides. Okay, gut. Schön. Die Bilder gesammelt. Tja, Künstler. Sind halt... Naja. Speziell. Oh, so hell dahinter. Ich sehe nichts. Viel zu hell. Auf jeden Fall weiß der Typ, dass ich da bin und fotografiert mich auch, aber er hat mich noch nicht in irgendeine Situation gebracht, um mich umzubringen. Vielleicht will er sich mir zum Schuss aufheben. Ich weiß es nicht, was er mit mir vorhat. Das war verrückt. Ach. Selbst für diesen Ort. O'Neils Unterschlupf ist gleich hier. Da kann ich ihm die schlechten Nachrichten auch persönlich überbringen. Ah, okay. Dann bekomme ich von dem hoffentlich endlich die Zugangsdaten für das Passwort für den Computer. Und dann kann ich da auch weitermachen. Falls er jetzt noch lebt. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt auch tot ist hier drin. So als kleiner Twist. The safe room is nicht safe! Nein! Der muss ja aber reinstrecken, wenn ich so reinstürme, ne? Aber er hat die Ruhe weg. Na gut. Tja. Haben Sie sie gefunden? Ja. Sie sind tot. Aber glauben Sie mir, ohne die sind Sie besser dran. Tja. Sie hatten vor, alle hier drin zu töten. Ein Alpha-1-Notfall, was? Halte ich nicht für die schlechteste Idee. Sie sind ein echtes Arschloch, O'Neill. Wissen Sie das? Ich sehe das nur realistisch. Man kann nicht jeden retten. Ist einfach nicht möglich. Die Notfallpläne gibt es nicht ohne Grund. Hätten Sie diese kranke Maschine nicht gebaut, wären überhaupt keine Notfallpläne nötig gewesen. Vielleicht. Aber das, was Sie geschaffen haben, ist ziemlich beeindruckend. Immer noch der Firma ergeben, was? Hoffentlich macht sich Ihre Loyalität bezahlt. Tja. Und gerade sieht es so aus, als würden sie einen Scheiß auf sie geben. Was meinen Sie damit? Sie haben sie doch hier reingeschickt. Tut mir leid, ich wollte sie nicht verärgern. Hier, ich habe noch weitere hergestellt. Weitere was? Für ihre Mühen. Ah, 150 Waffenteile, sehr gut. Das hat sich ja gelohnt dann, tatsächlich. Aber trotzdem habe ich kein Passwort bekommen, das ärgert mich. Waffenverbesserungen. Ich könnte Schusskraft erhöhen. Könnte. Was mache ich damit jetzt die Frage? Ich meine, ich sollte sie schon ausgeben, denke ich mal. Ah ja, kritischer Schaden. Ich meine, ich schieße ja viel mit der Pistole und weniger das Schrot tatsächlich. Wobei ich am meisten eben mit dem Messer mache. Ist ja auch klar. Ah ja, hier das gleiche mit der Schwachstelle. Hm. Ich kann so machen, zack, mir das holen. Für 90 und dann das. Ah, es ist. Bin tatsächlich unentschlossen. Ziemlich unentschlossen. Was ich jetzt mache mit den Waffenteilen. Ich meine, es wäre dumm, jetzt nichts zu verbessern und dann zu sagen nachher, ja, wenn ich dann doch noch Schaden nachrüste, habe ich die Zeit davor mit einer Waffe geschossen, die längst hätte stärker sein können und ich habe die jetzt auf ihr aufgerüstet. Ich meine, ich habe 380 Waffenteile. Ich sollte was damit machen. Ich glaube, aufsparen für die anderen ist auch Quatsch. Ich werde meinen Spielstil wohl kaum in der nächsten Zeit großartig verändern. So dass ich völlig anders spiele und andere Sachen brauche. Als die hier. Das mache ich sowieso irgendwie gar nicht. Das habe ich auch noch nicht gemacht, obwohl ich das schon cool finde, dass ich mehr als einen Gegner treffen kann damit, aber. Ist ja unnötig. Schieß fast nur hiermit eigentlich. Weil ich mir die für die großen Kaliber aufspare. Dann wiederum, bei den großen Kalibern wollte ich auch ein bisschen mehr Schaden machen. Wenn man da mal jetzt so rangeht. Also, komm. Zack. Zack. Ja. Und bei der Pistole mache ich mal eben kritischen Schaden. Oh, das ist echt, weil ich nur eins davon habe.
Aber 30% ist schon heftig. Ja, komm. Ja, ja, ich will. Und einmal diesen da, bitte. So, dann kommen die nächsten auch wieder hier rauf. Und dann müssen wir des Weiteren gucken, was ich mache. Dankeschön. Und trotzdem weiß ich noch nicht, wie was, wo ich jetzt das Passwort herbekomme. So, ich habe noch knappe 6 Minuten Aufnahmezeit. Lohnt es nochmal was zu erkunden jetzt irgendwie? Werkbank, das ist ja hier auch schon. Ich könnte mal dahin laufen. Ich muss da noch was finden. Aber das schaffe ich nicht mehr in 6 Minuten. Ich kann in der Zeit gerade mal rüberlaufen, denke ich. Halt, warte. Ich wollte den Typen noch mal ganz normal ansprechen. Ob ich noch eine andere Gesprächsoption habe jetzt, weil ich ja die Troll auch gerettet habe da drüben. Glaube ich zwar nicht, aber nur mal kurz checken, bevor ich hier abhaue und dann das verpasse. Nein. Okay. Gut, ich wollte nur sicher gehen. So. Weil es kann auch sein, dass ich nach dem Aktivieren der Hauptmission und das Mädchen, also wahrscheinlich sein Mädchen, Rettungsversuch-Dingens, da sie danach erst das Passwort bekommen für diese Station, dann dadurch quasi in den nächsten Bereich des Levels des Spiels weiterkommen. Das kann natürlich auch sein. Aber das wäre eben nur der Computer und das würde noch nicht erklären, wie ich da reinkomme und wie ich da runterkomme. Wo ja auch noch was sein soll. Ist da oben was drauf? Doch, ist was drauf. War ich da schon drauf? Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, doch, hier war ich schon drauf. Oder? Ja, ich denke schon. Aber von hier kann ich auf jeden Fall auf die anderen Dinger vielleicht rüber gucken. Bin ich weit weg? Ach, nee, kannst du vergessen. Viel zu weit weg. Mit einem ordentlichen Sprung könnte man da hinkommen. Ob ich da reinkommen soll, weiß ich auch noch überhaupt nicht. Oh. Nee. Da springt er nicht rüber. Das ist halt kein Assassin's Creed hier. Sehr schade. Diesbezüglich. Tja, was bleibt mir denn noch an Optionen? Ich guck doch mal hier rein. Es muss da irgendeinen Weg geben. Vielleicht ist auch jetzt erst getriggert, nachdem ich das hier mit der Nebenmission abgeschlossen habe. Wer weiß. Hier ist auf jeden Fall noch was zu holen. Ich weiß halt nur nicht wie. Ob ich das wie aufschießen muss? Andererseits, den einen Stromzugang da habe ich ja da vorne gehabt. Ich nehme eben die Armbrust einmal. Hier ist aber auch nichts, was irgendwie. Ah, wie kann ich entladen? Ich will nicht schießen. Ah, gut. Schwein gehabt. Also es leuchtet nicht auf, also im Sinne von, da ist auch nichts dann zu aktivieren. Von da aus komme ich sowieso nicht weiter, das ist ja schon Schluss. Alles oben rauf kannst du auch vergessen. Wie könnte ich hier weiterkommen? Das ist ein Stromkasten. Also es ist ein Stromkasten irgendwie, aber sieht mir nicht so aus, als wenn er was bringen würde. Vielleicht kann ich tatsächlich hier drin was finden. Vielleicht habe ich aber auch damals, dass die Welt, was das hier weghaut und damit ich durchkommen kann,
versehentlich übersprungen, indem ich wieder rausgegangen bin. Dass das irgendwie jetzt ein Bug ist, dass ich da nicht langkomme, das halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Wenn ich das Ding davor trete vielleicht? Kann man auch versuchen. Da hinten. Ups. Nee. Wäre ohnehin nur ein Ölfass und kein Explosivfass, also auch das kann ich nicht zum Wegspringen von dem Dings dann nutzen. Selbst wenn ich wollte, aber es wollte ja nicht weiter jetzt. Dieser Raum hier, das Passwort und eben Ruhe. Und eben Dingens, Gebummens, die eine Resonanz da unter der Lackiererei. Das sind noch Orte, wo ich hin will. Wo ich nicht weiß, wie ich es machen soll. Achso, das sah aus, wenn es da drüben auf wäre. Was bloß noch hinterer Raum, die tief rein. Also ja, ich mache echt nur über diese Treppe da oben rein, das obere Gebäude irgendwie. Was ich sehr merkwürdig finde. Aber ich muss schon da drüben sein. Das ist total merkwürdig, als wenn ich von drüben hergehen müsste. Ich meine, da ist ja noch was über mich. Ich höre das ja, ne? Ich versuche aber mal. Der eine Schuss, glaube ich, das wird mich nicht umbringen. Scheint absolut nichts zu bewirken. Nicht, dass ich überrascht bin. Kann ich sie da mitnehmen? Aber er scheint ja jetzt tatsächlich ein anhaltendes Signal zu senden. Aber ich meine, was sollte auch passieren? Ich meine, hier ist ja keine Tür, die aufgeht oder so. Aber er schockt immer weiter. Ich würde schon sagen, dass jetzt irgendwas. Das heißt, eine permanente Energiezufuhr irgendwie errichtet wurde. Gabelstapler! Ich den benutzen könnte. Kann ich aber nicht, wie es aussieht. Käme ich da oben hin. Tja. War da ein Aktionspunkt? Nein. Ja, ich würde gerne rauf. Ist wirklich sehr ärgerlich hier. Der Gabelstapler wäre die Idee. Was lassen sie mir nicht machen? Im echten Leben würde das gehen. Im echten Leben könnte auch so oder so irgendwie einen Weg finden, hochzukraxeln, wenn das unbedingt will. Ist natürlich hier im Spiel alles nicht ganz so frei. Das ärgert mich echt sehr. Ich bin eigentlich nicht bereit, weiterzumachen, bevor ich nicht jedes auch gelöst habe, das Problemchen. Aber erstmal gehe ich dann nochmal zum Typen hier rüber. Da muss ich auch noch reinkommen. Wobei, es kann sehr gut sein, wenn ich den Eingang finde, um unter die Lackiererei zu kommen, dass ich dann unterirdisch dann dahin komme und da innen drin bin und dann von da aus rauskomme und dann dadurch die Tür öffne. Halte ich auch für sehr wahrscheinlich, dass man die beiden Sachen verbindet. Das heißt, ich habe nicht zwei Rätsel, sondern nur ein Rätsel hier. Trotz alledem. Das ist einfach zum Wegschieben. Das ist ja ein gelbes Ding. Das muss ich echt wegschieben. Das heißt, ich muss da irgendwie rein. Nochmal gegenhauen. Nochmal Gel holen. Okay. Da muss auch Haken dabei sein. Warte. Vielleicht kommt Monster raus. Nee. Gut, dass ich nochmal draufgehauen habe für zweimal Gel, ne? So viele Dinge, die man hier fast übersieht. Ich muss irgendwie hier runterkommen und dann da rüber. Also, das wurmt mich so. Das wurmt mich so. Dass ich nicht weiß, wie ich das machen soll. Mann, ich weiß, dass da was ist. Es wird mir quasi auf die Schnauze gebunden. Aber. Oh, warte, ist da eine Tür? Ja, naja. Es wird mir quasi auf die Nase gebunden, aber nicht mehr annähernd, wie ich da hinkommen soll. Hier ist
einfach kein... Das Gras. Kennen wir hier alles schon. Bringt mich auch überhaupt nicht weiter. Oh, warte. Ah! Alright. Passiert noch nicht so viel, hä? Huh? Ah, ich kann durchswitchen. Okay, ich verstehe, Schalterrätsel. So, liebe Leute. Ich gehe zum Safehouse, speichere. Ich weiß jetzt, wie ich hier weiterkomme. Endlich. Also, man kann noch so gründlich untersuchen den ganzen Ort. Man übersieht auch noch irgendwie was, wenn man Pech hat. Ich gehe zum Speichern. Und beende die Aufnahme-Session für heute. Habt ihr auch wieder sehr viel gemacht und sehr viel erreicht. Und da ist eine Flasche und kein Gel. Ja, schade. Also, ich kann nicht klagen, aber ich habe immer noch nicht Kapitel 4 erreicht. Und das ist, bedenklich, wenn man daran denkt, dass das Spiel ewig dauern könnte. Also aufgrund meiner ganzen Zeitsituation. Ich würde doch mal gerne nach der Frau sehen, ob sie einigermaßen fit drauf ist und so weiter, aber jetzt nicht. Ich könnte auch theoretisch nächste Folge anfangen, wieder meinen Status zu verbessern. Ich habe ja wieder genug Geld. 11.000? Fast 12.000? Ich will ein Passwort haben. Passwort. So. Liebe Leutchen. Zack. Ja, überschreiben. 2,5 Stunden wieder aufgenommen. Das ist Wahnsinn. Das geht echt gut bei dem Spiel, so lange am Stück aufnehmen. Das kann ich bei anderen nicht so. Da brauche ich meistens eine Pause. Andererseits habe ich auch den Druck, dass wegen... Naja, egal. Liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal bei The Evil Within 2. Und es wird wieder super geil. Reimt sich ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.